Sie sich vorstellen, ungeahnt der Bräuche ein jüdisches Zeremoniell abzuhalten, liebe Zuschauer? Und das Ganze auch noch unter erschwerten Bedingungen von einem Killerkommando und der Polizei verfolgt zu werden und alle Erwartungen der ansässigen jüdischen Gemeinde voll erfüllen zu müssen? Naja, dann können Sie ja ahnen, wie es um die Abenteuer des Rabbi Jakob bestellt ist. Und da dieser Rabbi gar kein solcher ist, sondern ein verkleideter Louis de Funès, können Sie sicher sein, in dieser Komödie gibt es viel zu lachen. Und somit seien Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Filmfilm, der natürlich auch eine Filmfilmfrage mit sich bringt. Und die stelle ich Ihnen jetzt. Es wird der Name desjenigen gesucht, der in der Synagoge fälschlicherweise eine Tracht Prügel erhält. Also, wer erhält in der Synagoge fälschlicherweise eine Tracht Prügel? Schreiben Sie Ihre hoffentlich richtige Antwort auf eine Postkarte und schicken Sie diese bis spätestens 7. September, also kommenden Samstag, an. Sat.1, Kennwort Filmfilm. In 65 Mainz 500. Sie können es aber auch lassen. Dann allerdings entgeht Ihnen die Chance, diese Reise gewinnen zu können. Denn dieses Mal geht es für zwei Personen 7 Übernachtungen lang und inklusive Halbpension ins Steigenberger Hotel Alpenkönig in Reit-Seefeld in Tirol. Und da erwartet Sie dann ein Rahmenprogramm von Tennis-, Schönheits- oder Fitnessprogramm. Und Sie dürfen sich aussuchen, wozu Sie Lust haben. Also doch mitmachen. Und damit Sie auch ganz schnell auf die Lösung kommen, lassen wir Sie jetzt losgehen, die Abenteuer des Rabbi Jakob. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.